Hallo und herzlich willkommen zu Seville. Wir sind beim Druiden und haben noch ein oder zwei Gespräche mit ihm zu führen. Grüß Sie noch einmal. Und das haben wir dann vor, zum Beispiel das hier. Was habt ihr Druiden denn alles so erfunden? Ein Fußball natürlich. Was habt ihr Druiden denn alles so erfunden? Den Rucola natürlich. Tatsächlich? Ich dachte, das heißt... Vorsicht, sonst verklagt man uns noch. Okay. Was habt ihr Druiden denn alles so erfunden? Das Mistelzweig schneiden natürlich. Was habt ihr Druiden denn alles so erfunden? Den Kuss unter dem Mistelzweig natürlich. Ich dachte, ihr schneidet die Mistelzweige nur. Gibt es überhaupt weibliche Druiden? Das schon, aber in Bärenform sehen sie alle gleich aus. Ja. Was habt ihr Druiden denn alles so erfunden? Der Kinderausruf, du natürlich. Was habt ihr Druiden denn alles so erfunden? Das geheime Nimmerli-Konto natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit man das noch machen kann. Was habt ihr Druiden denn alles so erfunden? Das Bankgeheimnis natürlich. In der Tat. Das ist auch für viele schwarze Kassen und Steuerflüchtlinge hier in Ferianis verantwortlich. Aber es füllt wunderbar unsere Geldsäckli. Was habt ihr Druiden denn alles so erfunden? Die Neutralität natürlich. Bedeutet das, ihr haltet euch aus allem heraus? Nein, das heißt mehr oder weniger, dass wir machen, was wir wollen. Okay, und das war's dann. Das heilige Ritual ist ein Fußballspiel? Aber natürlich. Wer hat's erfunden? Wir Druiden haben's erfunden. Warum denkst du denn, dass wir immer die... Ja, das haben wir schon. Dann lasst uns mal das Duell beginnen. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich müssen wir die Wand hier hinten ein wenig manipulieren, um das Spiel zu gewinnen. Gut, dann möge das Duell beginnen. Es ist ganz einfach. Wir schießen beide jeweils einmal auf die Torwand. Wenn ihr trefft und ich nicht, dann stimme ich so, wie ihr wollt. Gewinne ich oder es wird ein Unentschieden. Dann bleibe ich neutral. Also, okay. Los! In Ordnung, beginnen wir. Wow. Na ja. Und das Ganze nochmal in Zeitlupe. Okay, das lief natürlich jetzt schon mal nicht so gut. Was für ein Duell. Tja, das sieht so aus, als ob ich gewonnen hätte. Aber du warst ein guter Gegner. Ja, hier ja. Ein Trostpreis. Oh, ein Trostpreis? Das ist eine... Meisterschale, die ich beim Druidenkopf gewonnen habe. Wow, ist die nicht äußerst wertvoll? Ach, oh. Ich habe hier noch jede Menge von den Dingern herumliegen. Schließlich gewinne ich doch jedes Jahr. Okay, also wie es aussieht, müssen wir einmal da unten ein Loch reinmachen und anscheinend dieses Ding versetzen. Weil, der Fuß, sonst schaffen wir es auch nicht, durch das Loch durchzuschießen. Der Greis mit dem Sprachfehler beobachtet mich. Wir müssten ihn irgendwie ablenken. Redet ihr von mir? Nein, nein, schon gut. Ja, wie lenken wir den ab? Grüß Sie noch einmal. Nochmal das erklären. Erklär noch einmal die Regeln für dieses dümmliche Duell. Es ist ganz einfach. Wir schießen beide jeweils einmal auf die Torwand. Wenn gewinnt... Ja, okay. Wir müssen... Auf mit. Wie lenken wir ihn ab? Hat das vielleicht was mit der Brücke zu tun? Oder den Geysir? Können wir die Brücke mal ansägen?
Ja, das geht anscheinend. Ritsche, ratsche, voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Seville, vielleicht wollen aber wir nochmal auf die andere Seite? Oh, ein guter Punkt. Nun ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich meine, dass wir den mit dem benutzen konnten, war mir klar. Können wir hier tatsächlich rübergehen? Ja, es geht. Vielleicht können wir ihn da drüben irgendwie ablenken. Schauen wir mal. Ja, das selbe Schuld. Man sollte auch nicht eine Spinne wählen, wenn die eigene... Wow, ein Geysir! Ab und an spuckt der Wasser in einer hohen Fontäne aus, soweit ich... Also nicht... Aber Silvi... Mit Schaus... Okay, aber wir haben hier drüben nicht was. Was passiert eigentlich, wenn wir Waschpulver da rein tun in den Geysir? Oh, das geht. Dann probieren wir das mal. Ach, ich würde mir jetzt gerne einen Rucola gönnen. Okay. Aber... Oder ein Stück Schoki. Viel so gebracht hat es nicht wirklich was. Farbe vielleicht noch. Nee. Wieso denn bloß? Ich probier's nochmal. Also... Wo habe ich eigentlich mein Druidenmesser hingelegt? Damit kriegen wir es auf jeden Fall zum Aufdingsen. Aber anscheinend langt es noch nicht wirklich. Was passiert, wenn man jetzt hat? Ja, okay. Der Greis. Wir müssten ihn. Redet. Oh nein, schon. Und das da geht wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, da könnte dieser Druide etwas dagegen haben. Ein Brett, das der Druide für seinen Schuss auf die Torwand missbraucht. Irgendein Spielverderber hat das hier fest installiert. Das war ich. So. Okay. Kann man das vielleicht irgendwie mit einem, genau, anscheinend rausmachen? Ich glaube, da könnte dieser Druid... Okay, wir müssen den ablenken. Und irgendwas hat es doch mit dem Dings zu tun. Aber was nur? Okay, hiermit können wir nichts machen. Ich meine, hiermit haben wir gesehen, dass es mit dem hier geht. Ich halte noch etwas die schöne Landschaft und Natur um den Berg herum. Zuerst sollte ich die Schleuder laden, bevor ich auf etwas schieße. Die Schleuder ist nun geladen. Können wir das genau mit dem Schleuderdings von hier aus zum Dings machen? So, und da er jetzt hier drüben ist, müssen wir das jetzt halt hier mit der Brücke. Oh, ein guter. Nee. Dann lass uns erstmal das hier machen. Okay. So viel da dazu. Und ich schätze, wir müssen da noch was mitmachen und damit was mitmachen. Ich würde aber gerne mal wissen. Wir machen mal jetzt das Spiel nochmal. Jetzt. Das Duell. Ich fort. Werde. So, er wird wieder auf das schießen, dann da rein. Und wir werden hoffentlich mal dieses. Wenigstens die Wand treffen. Yay! Das ist ein Fortschritt! Kriegen wir wieder einen Toastpreis? Was für ein Zweikampf! Ja, das sieht so aus, als ob ich gewonnen hätte. Gut. Also das Ganze nochmal neu. Geladen. Dann hiermit.
Wenn ich ein Vöglein wär, dann wär mein Leben nicht so schwer. So. Jetzt Ritsche Ratsche. Ein Loch hier hinein, dass wir auch durch... dann haben wir wenigstens ein Unentschieden. Ah, jetzt kommt da schon wieder. Ich glaube, den Unentschieden muss ich jetzt nicht nochmal machen. Zuerst sollte ich die Schleuder... Die Schleuder ist nun... Wir müssen noch was machen, damit er nicht trifft. Wobei, dann schießt er doch einfach ins untere Loch rein, oder? So, probieren wir es einfach mal. Ich glaube, da könnte dieser... Jetzt aber. Er war einfach noch zu nah gewesen. So, das sieht fies aus. Ich habe das Brett mit einer kleinen Überraschung für den Druiden versehen. Civil, manchmal bist du wirklich ein Fiesling. Vielen Dank. Das sind wir wohl in der Tat, aber ich denke, damit werden wir das Spiel das jetzt gewinnen. Ich fordere dich erneut zum Duell. Werde ich. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Sieht nicht gut aus für dich, was? Nun bin ich dran. So, jetzt bin ich gespannt, ob Civil jetzt trifft, aber ich denke ja. Wir haben alles ja vorbereitet dafür. Jawoll! Wir haben gewonnen! Was für ein Zweikampf! Oho! Du hast mich geschlagen! In der Geschichte der Druiden ist ein Sieg noch nie jemandem außerhalb des Zirkels gelungen. Auch wenn ich nicht begreife, wie das mit dem Ball passieren konnte. Das ist ja nicht so wichtig. Vergessen wir das lieber. Nun, dann gehst du jetzt zu dieser Abstimmung und stimmst für Gwendolyn. Ah, gut, ihr habt gewonnen. Also werde ich so abstimmen, wie ihr euch das vorstellt. So, sehr schön. Und damit haben wir nur noch... Und wieder einer. Das sollte jetzt doch hoffentlich reichen. Leider nicht. Wir haben jetzt nur noch die Zwerge, die für Basilio stimmen. Die müssen wir jetzt auch noch umstimmen. Die Frage ist nur, wie... Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit der dreckigen Meisterschale zu tun hat. Oh, dreckig. Die müssten wir vielleicht noch sauber machen. Das, was sie damit zum Fenster locken könnten, wegen dem Goldpreis. Und, ja, müssen wir mal schauen. Besser nicht. Ha. Eine Schale, die mir dieser blöde Druide gegeben hat. Dreckig ist die auch noch. Ich schätze mal, wir müssen die sauber machen. Die Frage ist nur genau, wo oder wie... Und wo es hier rausgeht, hier geht's raus. Okay, gehen wir nochmal zu den Zwergen. Wenn wir eine Krise verursachen, was wir ja gerade dabei sind, die Zwerge vielleicht fliehen, dann holen wir dieses Zepter, mit dem wir bestimmen können über alles Zwergendings. Und dann können wir ja vielleicht die Abstimmung machen, dass wir beauftragt damit sind. Das könnte ich mir gut vorstellen. Lieber nicht. Dann ist auch noch die Frage, wie machen wir dieses Ding hier sauber? Ich gehe mal kurz hoch. Solange der Net Asset Value den Net Margin nicht übersteigt und wir ja, kein Netting auslösen, da, können wir mein das, ich das als Leverage benutzen. Das heißt, dass wir als Langzeitziel die Rodung des Elfenwaldes weiter ins Auge fassen? Na, das lasse ich lieber. Hallo, ihr Zwerge. Bei Morad.
Ja, das interessiert ihn nicht. Wir könnten die Zwergen Incorporated AG am neuen Markt platzieren und gleichzeitig ein Offer am alten Markt starten, um den Beikauf. Wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es damit was zu tun hat. Wir das müssen wird es nur die Verluste sauber durch diese Rodungsgeschichte mindern. Und wir können uns anderen Tätigkeiten mit frischem Kapital widmen. Ich schlage vor, dass wir die Müllentsorgung aufkaufen, dann aber alle Leute entlassen. Wenn der Müll liegen bleibt, schnellt die Entlohnung für die Entsorgung sicher in die Höhe. Ich habe eine Idee, da müssen wir aber woanders hin. Eine Praxis habe ich schon mal woanders erlebt. Aber das birgt schlechte Publicity. Wir kaufen einen... Da müssen wir... Hierher. Da haben wir doch so einen Tümpel. Wenn wir den mit dem Waschmittel machen, dass wir damit dann das Ding sauber machen können. Hallo? Okay, das Spiel ist scheinbar wieder abgestürzt. Sehr schön. Habe ich jetzt in letzter Zeit häufiger, habe ich den Eindruck. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Haben ja schon 16 Minuten, 15, 16 Minuten und probieren es das nächste Mal. Ich wette, wir müssen dieses Teil da unten sauber kriegen. Und ich könnte mir vorstellen, mit dem Waschpulver und diesem Tümpel und den Lappen vielleicht, da könnte vielleicht was möglich sein. Ansonsten müssen wir uns nochmal umschauen, ob wir nicht doch noch was anderes finden. Na gut, aber wie dem auch sei, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.